Hallo Rainer, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hattest, wieder bei uns im freien Fernsehen dabei zu sein und ein kleines Interview zum Thema Digitalisierung bzw. Zwangsdigitalisierung zu machen. Da stellen sich viele Fragen, es sind viele Themen. Schön, dass du Zeit hast. Hallo. Ja, hallo erstmal und freut mich, dass wir uns wieder mal hier sehen. Sehr schön. Ja. Nun ist es so, wir wollen zunächst einmal darüber sprechen, welche digitalen Aktionen von uns als Bürger erwartet werden. Das heißt, wo kann ich als Mensch, der hier lebt, in Deutschland oder in Europa oder erstmal hier vor Ort, wo bin ich verpflichtet, eine digitale Tätigkeit sozusagen auszuführen? Oder wo bin ich verpflichtet, mich online irgendwo anzumelden? Oder irgendein technisches Gerät zu haben, was mich befähigt, online zu interagieren? Oder einen Computer zu haben? Oder ein Smartphone zu haben? Ja. Das ist die erste Frage ist, wo kann ich ohne diese Geräte quasi nicht, mich nicht frei bewegen? Das ist die erste Frage, Rainer. Ja, also ganz konkret, dass das eigentlich gravierendste ist, dass wir keine Steuererklärung mehr abgeben können, ohne eben bei Elster uns zu registrieren. Das heißt, jeder muss eigentlich inzwischen einen Computer haben, um seine Steuererklärung zu machen. Und gut, das betrifft Firmen schon seit langem und inzwischen ja auch die Privatpersonen. Also auch die Einkommensteuererklärung geht nicht mehr auf normalem Papier, sondern die wollen von dir wissen, dass du das in Elster eingibst. Dafür verzichten sie dann auf das Einsenden von Belegen und fordern die dann nur an, wenn sie Zweifel haben an den Angaben. Das heißt, man ist verpflichtet, wenn man jetzt, egal was für ein Unternehmen hat, ob das jetzt ein kleines Unternehmen ist oder ein großes Unternehmen ist oder ob man freiberuflich ist und nur 5 Euro eingenommen hat im Jahr oder 5 Millionen, man ist verpflichtet sozusagen, sich anzumelden, das ganze Elster-Prozedere zu durchgehen mit einem eigenen Computer und dann sozusagen die Daten digital zu übermitteln. Dafür genau. Muss man aber keine Belege übermitteln. Das war ja anders vorher, oder? Eben, vorher hat man eben irgendwelche Zettel, Formulare, die auch nicht sehr übersichtlich und selbsterklärend waren, ausgefüllt und hat den ganzen Schmus dann eben ans Finanzamt abgegeben und dort konnte sich einer durchwühlen und versuchen, das zu verstehen. Heute bekommen die dann eben beim Finanzamt nur noch die ausgefüllten Elster-Daten und müssen sich daraus dann ein Bild machen, ob das plausibel ist oder nicht. Haben dann natürlich das Problem, dass sie eventuell die Belege anschließend einfordern müssen und kontrollieren, was dann wahrscheinlich oft genug nicht passiert. Und also ich weiß nicht, ob das. Es gibt ja die Härtefallregelung, wenn du noch keinen Computer hast, beziehungsweise wenn dein Internetzugang nicht existent ist, was auf dem Dorf sein kann tatsächlich, dann kannst du vereinzelt immer noch auf Papier. Da gibt es so einen Paragraph. Jetzt ist die Frage, diese Formulare sind sozusagen immer noch da, sie sind immer noch möglich, man kann das immer noch machen. Das wird aber irgendwann sicher mal einfach eingestellt. Der Wunsch ist, dass es natürlich immer weiter zurückgeht. Da muss der Beamte im Finanzamt nicht mehr das alles eintippen. Das ist übrigens der einzige Unterschied, Rainer. Ne? Der Beamte tippt das nicht mehr ein. Wir machen die Arbeit für ihn und belasten uns selber. Das muss man sich mal vorstellen, bei so einem kleinen Unternehmen, der vielleicht um einen Künstler, der eben, weiß ich, seine 3 oder 10 Bilder im Jahr verkauft und dann eben ein paar, also an die 2.000, 3.000 Euro Einnahmen hat, der muss sich dann eben einen Computer anschaffen, der muss das Internet bezahlen und muss dann sich durch diese Formulare auf dem Computer durchwühlen, was ja nun durchaus nicht einfacher ist als auf dem Papier. Nee, es ist beides, finde ich, kompliziert. Das Interessante dabei ist, dieses Elster zu aktivieren, ist ja wesentlich komplizierter. Oder es zu verstehen, wie das funktionieren soll mit Verschlüsselung und bla und Daten eingeben, einfach so ins Internet. Und das ist ja das, was viele eben nicht verstehen. Dass das sicher sein soll. Nehmen wir also an,
Ich wäre jemand, der das nicht machen könnte, das Elster. Es ist immer noch möglich, das auf Papier zu machen. Es wird sich auch nicht ändern, weil eben die Digitalisierung in Deutschland so nicht vorankommt wie gewünscht, aufgrund der problematischen Internetverbindung. Das dürfen wir nicht vergessen an der Stelle. Und solange nicht jeder Haushalt angeschlossen ist, kann auch das Finanzamt nicht eine absolute Forderung stellen an Kleinunternehmer oder so, ne? Das kann eine Forderung stellen an riesige Firmen, das schon, von denen erwartet man das, aber an Kleinunternehmer oder Freiberufliche, die wirklich wenig verdienen, kann die Forderung sozusagen nicht gestellt werden. Es obliegt im Ermessen des jeweiligen, der da gerade seine Anlagen bearbeitet. Das Genau. finde ich nicht besonders gerecht. Nee, genau. Der wird nämlich erstmal, um sich selber die Arbeit zu erleichtern, eben den Druck auf dich machen und dann ja, kannst du eben protestieren, Widerspruch einlegen und sonst was und hast vielleicht Glück, aber auf jeden Fall eine Menge Ärger. Naja, es ist mühsam. Es ist mühsam, und da kommt nicht viel bei raus. Nun, ein Steuerberater kann das natürlich auch machen, aber du wirst keinen Steuerberater für ein paar tausend Euro, als Kleinunternehmer tust du keinen Steuerberater beauftragen. Das machst du schon als Unternehmen, dann lohnt sich das und dann ist es dir auch egal, weil das Genau, machst du das ja ist nicht. wieder, dass eben praktisch das abgewälzt wird, eben auf sozial Schwache, die dann das Problem haben, sich da wehren zu müssen. Dem Großunternehmen tut es sowieso nichts, weil die ihre Steuer- oder Personalabteilung oder Abrechnungsabteilung haben, die die Arbeit eben Ja. sowieso machen. Es interessant ist, dass meiner Meinung nach die Steuerberater zunehmen. Also das ist der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, das ist so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Steuerberater, dass die Leute eben nicht mehr selber die Steuererklärung machen, sondern immer mehr abgeben, weil das mit der Digitalisierung ja auch problematisch sein kann. Und nicht jeder hat die Zeit. Wenn man Familie hat, wenn man arbeiten muss, dann hat man vielleicht nicht unbedingt die Zeit, sich digital dann noch mit einem schlechten Internet darum zu kümmern. Und dann gibt man das einem Steuerberater. Ne? Ja, Und also auf das. jeden Fall ist es für einen selbst keine Erleichterung. Also das Ausfüllen im Elster Ja, das ist ist richtig. also mindestens, wenn nicht doppelt so viel Arbeit, als wenn man auf dem Papierbogen eben ein paar Zahlen einträgt. Es zeigt sich einfach immer mehr, dass dieser digitale Stress durchaus relevant ist und die Menschen belastet. Es sind ja Augenkrankheiten, die entstehen, es sind ja auch Wahrnehmungsschwierigkeiten. Ich habe schon vor, das mal zu sammeln. Wie ist digitaler Stress gekennzeichnet? Wie erkennen wir den digitalen Stress und was macht er mit uns sozusagen? Das wird ja langsam immer mehr. Aber das ist ein anderes Thema. Das werden wir noch mal Aber genauer betrachten. genau das haben wir ja auch gerade erlebt beim Einrichten unserer Konferenz. Es ist eben Ja. nicht einfach so mal anschalten, sondern dann kommt dieses und jenes Problem dazu. Und das ist, es gibt auch Das ist auch Stress. in Elster gibt es auch genug Probleme. Dann passt der Schlüssel Richtig. nicht oder du musst dir einen Das neuen Schlüssel wollte ich. besorgen. Und Genau. naja. Darauf wollte ich nochmal hinaus, Rainer. Wie oft hast denn du das erlebt? Du bist ja Mitglied in einem Verein und du bist auch Privatperson. Das heißt, du musst ja verschiedene Steuererklärungen machen. Das kommt ja noch dazu. Das heißt, du als jemand, der auch sozusagen ehrenamtlich tätig ist, musst dann das auch noch machen. Was würdest du sagen, wie ist das für dich, diese verschiedenen Steuererklärungen mit Elster zu machen im Vergleich zu früher? Also dadurch, dass wir für den Verein das eben über Elster machen müssten, habe ich dann vor 3 oder 4 Jahren eben mir da den Zugang besorgt, also diesen Schlüssel, und hatte dann eben einfach aus ja, Bequemlichkeit eben auch mal versucht, eben die persönliche Steuererklärung über Elster zu machen. Und prompt ist das Programm natürlich in Probleme gekommen. Das eine ist Körperschaftssteuer, ist ein völlig anderer Bereich. Aber die Anmeldung war die gleiche und prompt hat er dann eben die alten Daten von dem anderen Vorgang gelöscht und durch das neue überschrieben. Wobei das ja, hätte gar nicht passieren dürfen, habe ich auch überhaupt nicht Ja. mit gerechnet. Und so eine Sachen, die würden, also wenn ich ein Kleinbetrieb wäre oder sowas, wahrscheinlich verheerend gewesen sein. Wahrscheinlich hätte ich dann eben das ganze Geschäftliche nochmal machen müssen, weil der das einfach gelöscht hat. Und das. Also, wenn du jetzt noch in zwei anderen Vereinen wärst, was ja Das möglich ist, ja. dann Ich müsstest du quasi vier verschiedene Steuererklärungen mit deinem eigenen gleichen Namen anmelden, sozusagen. Genau. Es gibt ja kein Verbot, in unendlich vielen Vereinen zu sein, ne?
Das gibt es ja nicht. Das heißt, wir können uns das aussuchen, wie viel Ehrenamtstätigkeit wir machen. Und als Privatperson kann man ja auch arbeiten. Du bist ja in Rente und da kannst du ja auch noch arbeiten, wenn du möchtest. Das heißt, es ergeben sich Probleme, die man dann erst merkt. Die merkt man vorher ja nicht. Ja, genau. Das, sicher haben die sich, die das Programm gemacht haben, auch Gedanken darüber gemacht und irgendwelche Vorkehrungen getroffen. Aber über die geht man ja einfach hinweg, weil man nicht damit rechnet, dass das Programm so dumm ist. Das ist ja eben immer das Vielleicht haben sie Problem. sich keine Gedanken darüber gemacht. Ja, oder auch Vielleicht das. haben sie sich einfach keine gemacht, weil das nämlich einfacher ist, die Masse zu betrachten. Wenn wir uns die Masse ansehen, ist die Masse der Menschen, die arbeitstätig sind und Steuererklärungen schreiben müssen, nicht unbedingt die Masse, die auch noch ehrenamtlich eine Steuererklärung abgeben müssen. Das ist vielleicht eher ein kleiner Teil. Und dann haben sie sich gedacht, naja, dann müssen wir mal klarkommen. Ja, bin gespannt, was beim nächsten Jahr bei der Steuererklärung passiert, ob dann wieder das andere dann gelöscht worden ist, weil ich muss ja jetzt für den Verein auch wieder eine Ja. Erklärung abgeben. Mal sehen. Ja, das finde ich alles äußerst, naja, Unschön. unprofessionell. Es Ja. ist unprofessionell. Man erwartet von uns, dass wir das Ganze ernst nehmen. Es steht uns unglaublich viel Zeit mit der schlechten Durchführung, ja. Also wenn man hier die Elster als Grundlage setzen will, dann muss man ja für alle einen Zugang schaffen. Das heißt, man muss auch Älteren jemanden an der Hand geben, der das für sie macht und wo sie nicht für bezahlen müssen. Und das ist der nächste Punkt, wo ich denke, da macht man sich's auf der einen Seite leichter und wälzt den ganzen Stress beim Enduser, also der Endkonsument sozusagen, ab. Und das stellen wir ja öfter fest. Aber gut, bleiben wir jetzt erstmal beim Thema Zwangsdigitalisierung. Das ist ja unser erster Block. Genau, ich denke, Zwangsdigitalisierung. die Steuer haben wir abgefrühstückt, Steuer ist das war. zentral. Die haben wir jetzt als Problem festgestellt. Das heißt, unsere Forderung wäre an der Stelle natürlich, die Papierform Weiter. weiterhin zu ermöglichen und das auf einer freiwilligen Basis zu tun. Zu sagen, passt auf, wer das digital machen möchte, kann das tun. Wer aber Papier nehmen möchte, weil er vielleicht schlechte Augen hat oder nicht mehr so lange am Bildschirm sitzen kann, der kann doch bitte auch das Papier nehmen. Ne? Weil dieser Paragraph, da steht das Körperliche nämlich gar nicht drin. Das heißt, wenn ich blind bin, müsste ich trotzdem eine digitale Elster ausfüllen. Ja. Das sind so Sachen, das sind so Sachen, wo ich mich wirklich so ein bisschen schwer tue, das zu akzeptieren als Bürger. An der Stelle denke ich, nein, da braucht es Nachbesserung. Also fordern wir durchaus eine Freiwilligkeit bei Elster. Kann man das so In sagen? jedem Fall, ja, das wäre. Okay. Das nächste Ding, was für jeden verpflichtend ist, da geht es dann nicht mehr um Arbeit, sondern um Alltag und Bewegung, das ist der Ausweis, also der Personalausweis und Reisepass. Kannst du uns was dazu sagen? Es gibt ja eine neue Da Entwicklung. gibt es genau, da gibt es ja eine Entwicklung, die also wirklich haarsträubend ist. Wir haben 2003 ging es los, nee, es ging also kurz nach 2001 ging es bereits mit dem Pass los, dass man einen Reisepass nur noch bekommt, wenn man ein biometrisches Foto abgibt. Das heißt also, es gab Vorschriften, wie man auf dem Foto zu gucken hat, ob eben Brille oder nicht und geradeaus gucken und ja, also eben ein biometrisches, was eben dann digital zu verarbeiten ist. Das kam 2003 dann eben auch für einen Ausweis und dafür bestand ja eigentlich gar keine Notwendigkeit. Die Begründung war natürlich wieder eben Angst vor Terroranschlägen und wir müssten eben alle identifizierbar sein. Dann gab es das Versprechen, dass die Fotos, die wir abgeben, eben bei dem Meldeamt verbleiben und in keinem Fall in irgendeine Datenbank kommen würden. Das hat sich dann eben 2015, 17 so in der Gegend radikal geändert. Die haben angefangen, eben die Fotos zentral zu speichern, wobei das vorher ja auch eigentlich unnötig war, überhaupt die Fotos weiter zu speichern. Wenn man eben den Ausweis gedruckt ausgibt, hätte man ja auch die Fotos in dem Bürgeramt entfernen können, weil die müssen ja da nicht gespeichert werden. Ja. Und dann eben plötzlich die zentrale Datenbank, seit 2017 existiert die und eben
nicht nur mit der Angabe, eben wir brauchen das für irgendwelche Geheimdienstaktivitäten, um Terroranschläge zu verhindern, sondern als polizeiliche Maßnahme, selbst für Ordnungswidrigkeiten. Also wenn irgendeiner im Parkverbot erwischt wird oder bei einer Geschwindigkeitsübertretung, dann hat man ihn erwischt, dann braucht man wahrscheinlich sein Foto nicht mehr. Aber wenn er eben irgendwo geblitzt worden ist, dann kann man das abgleichen mit den Fotos in dieser Datenbank. Und also eben, wie nennt sich das? Das nennt sich doch Rasterfahndung. Das ist eigentlich ist das eine Rasterfahndung, also Data Mining, dass man wirklich versucht, dass man versucht eben aufgrund der vorhandenen Daten eben irgendwie die auf die Person zurückzuschließen. Und das ist eigentlich ein Unding, eben sowas, was eigentlich als Mittel gegen oder zur Verhinderung von Terroranschlägen eingeführt wurde, dass man das dann eben im normalen Alltag benutzt. Aber Rainer, das ist ja, was du jetzt sagst, sind natürlich datenschutzrechtliche Themen, die extrem wichtig sind. Als normaler Bürger jetzt, der jetzt eben kein Terrorist ist, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, das Problem ist ja nicht einfach nur der Missbrauch dieser Daten, dass man vielleicht fälschlicherweise erkannt wird als Verbrecher oder Gesuchter oder als jemand, oder dass die Daten irgendwo gesammelt wird, das ist ja nicht das einzige Problem, sondern das Hauptproblem ist, dass ich gezwungen werde, überhaupt Daten digital abzugeben. Genau, das ich muss dort meinen Fingerabdruck jetzt, das ist ja das Neue, den Fingerabdruck abgeben muss, auch für einen Personalausweis, das war jetzt bis jetzt nicht gewesen, jetzt ab August dieses Jahr ist das ja so, wenn ich das mich recht erinnere. Richtig, da sind wir noch gar nicht zugekommen, dass eben zu dem Foto ja eben dann erst ein freiwilliger Fingerabdruck kam, eben auch in den 15, 17er Jahren. Und dass jetzt eben ab nächsten 1. August eben das zwingend sein soll, dass man diesen Fingerabdruck auch abgibt. Und das ist nicht ein Fingerabdruck, das sind beide Zeigefinger. Beide Zeigefinger. Und wofür es ja auch wieder keine Begründung gibt. Das ist immer noch eine bessere Behandlung als eben alle EU, also Nicht-EU-Ausländer oder Geflüchtete oder so, die müssen alle 10 Finger abgeben. Also das ist für mich ein Unding. Es ist sowieso ein Unding. Man kann doch nicht einen Mensch zwingen, irgendeine Maschine anzufassen, wenn man nicht irgendeinen Grund, einen reellen Grund hat. Also wenn ein Verbrecher gesucht wird, selbst dann kann man nicht einfach davon ausgehen, dass es alle sein könnten. Also das sind so ganz schwierige, die Unschuldsvermutung. Genau, die ist ja meiner Meinung nach gekippt durch den Akt der sozusagen Datenabgabe. Also in dem Moment, wo ich die Daten abgebe, wo mein Gesicht abfotografiert wird, hineingebracht wird als digitales Abbild, also in dem Moment, wo ich quasi dieses ganze Prozedere durchgehe, bin ich doch schon bei der erkennungsdienstlichen Behandlung, wo ich behandelt werde, als hätte ich oder könnte ich etwas Unrechtes tun. Das ist doch schon so eine suggestive Situation, die mich sehr unangenehm beeinflussen kann. Also es fühlt sich furchtbar an, da im Amt zu stehen und so zu tun, als wäre das okay, dass man mich schon verdächtigt. Weißt du, was ich meine? Ja, genau, das ist ja eben, genau, wie du gesagt hast, die Unschuldsvermutung. Das ist ein Grundprinzip eben des demokratischen Rechtsstaats. Und wenn man anfängt, eben von jedem zu vermuten, er könnte mal und deshalb wäre es gut, wir wüssten schon von ihm dieses oder jenes. Das ist einfach, das geht nicht. Das ist der Einstieg in eben einen Obrigkeitsstaat. Und das wollen wir ja möglichst vermeiden. Gut, also die Unschuldsvermutung ist eben eigentlich ein Grundbestandteil des demokratischen Rechtsstaats. Und wenn man die ankratzt, und das tut man, wenn man eben annimmt, dass eben jeder theoretisch anlasslos verdächtig ist, er könnte irgendwann mal was tun, sondern gerade eben für so eine erkennungsdienstliche Behandlung, da braucht man einen konkreten Anlass oder Verdacht. Und ein konkreter Verdacht ist es ja nicht, dass irgendjemand eben hier deutscher Staatsbürger ist. Und das, ja, also da gehe ich mit. Das ist,
Das ist für mich so ein Punkt an Zwangsdigitalisierung. Es gibt nicht wirklich die Möglichkeit, das in der Form auszuwerten. Wir haben ja schon viel gesehen und gelesen in der Vergangenheit über diese Kameraüberwachung. Es hat ja was damit zu tun mit der Erkennungsrate in den Bildern, die Fehlerquoten und so weiter. Kann man ja hier unten verlinken, kann man nachlesen. Genau, da haben wir ja wirklich eine ganze Menge Erfahrung gesammelt, eben bei dem Pilotprojekt zur Videoüberwachung am Bahnhof Südkreuz, der ja eben als Projekt schiefgegangen ist, glücklicherweise, weil man eben, also was war die Erkennungsrate, 80% oder so ähnlich. Das heißt also, man hätte etwa 600 Antiterror-Einsätze am Tag durchgeführt, weil man eben falsch Leute erkannt hätte als mögliche Terroristen, die eben doch gar keine waren. Und Ja, damit kann und man natürlich keine genau. Polizeiarbeit machen. Aber das ist ja der Punkt. Es geht ja offenbar gar nicht so sehr um die Verfolgung bei Straftätern oder so, sondern es geht ja in puncto des Personalausweises, des Reisepasses, geht es ja offenbar um Richtlinien, die weltweit bzw. europaweit getroffen werden, die besser sein sollen. Ich sehe das immer noch als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für digitale Unternehmen. Für Ich die sehe das Industrie, nicht genau. als sinnvoll, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch wenn man viel reist, ich bin viel gereist schon und ich war an vielen Flughäfen wirklich, das ist definitiv nicht so, dass diese Selbstschalter, also die Schalter, wo man selber durchlaufen soll können, ohne Menschen, die angeblich ohne Menschen sein sollen, dass die irgendwie schneller gehen. Nein, die Fehler sind so viele, dass natürlich immer jemand dasteht und diese Schalter bedienen muss, beziehungsweise helfen muss, da durchzugehen. Genau, das ist Das ja ist ja auch. das Interessante. Das heißt, wir haben da an der Stelle keine Verbesserung durch Digitalisierung. Und das ist auch nachweisbar. Das kann man sehen. Diese Schalter sind nirgendwo wirklich zwingend eingerichtet, sondern nur optional. Das Aber heißt, wenn ich sie möchte, sind erstmal eingerichtet und die haben Geld gekostet und die genau, das kosten ist auch der noch Punkt. Personal zusätzliches, weil nämlich genau dazu Leute da sein müssen, um den Menschen, die da durchgehen wollen, zu erklären, wie es funktioniert und ihnen bei Fehlern eben dann zu zeigen, wie sie dann eben diese Fehler wieder rückgängig machen, weil wenn sich die Sperre nicht öffnet, dann kommt man halt nicht durch zu seinem Genau, Flugzeug. genau. Das sind Themen, haben wir alles schon gehabt. Ich möchte an dieser Stelle aber festhalten, das ist ein Punkt der zwingenden Digitalisierung, wo ich es mir nicht mehr aussuchen kann, ob ich zum Amt gehe, um meine Fingerabdrücke und mein Gesicht vermessen zu lassen. Weil das ist ja der Punkt, der mich sozusagen einschränkt in meinen Freiraum, massiv einschränkt, nämlich zu sagen, ich möchte nicht digital erfasst werden. Und das ist ja die Wahl habe ich ja gar nicht mehr. Das ist ja der Punkt bei der Zwangsdigitalisierung. Das Schlimme ist ja jetzt auch, das stand eben so vor 1,5 Jahren eben mal in der Zeitung, dass das eben ab August 21 so sein wird. Aber inzwischen still ruht der See, das heißt, man hört nichts mehr darüber. Und dann am 1. August ist es dann so. Das heißt also, wir haben damals eben vor 1 Jahr auch schon eben einen Artikel geschrieben, können wir hier unten mal nochmal einblenden, dass man eben möglichst schnell sich nochmal einen neuen Ausweis besorgt, weil im Augenblick ist es noch freiwillig. Und das endet eben am 1. August und dann steht der Fingerabdruckscanner da und ist verpflichtend zu nutzen. Und das Naja, Leben war wir müssen Leben. an der Stelle noch was sagen. Also es gibt ja nicht nur dieses, sondern es gibt noch, das Gesicht wird digitalisiert, der Fingerabdruck wird digitalisiert und dann haben wir noch diese Optionen, mit dem Ausweis online einkaufen zu gehen, beziehungsweise die angebliche Möglichkeit, die entwickelt wird, was natürlich jetzt noch gar nicht so weit ist, sich online bei Behörden durch den Ausweis anzumelden und abzumelden und so weiter. Das ist ja das große Tolle, was man ja mitverkauft, dass Was man man sozusagen versprochen beim, hat, der ja, aber wo. genau, beim Personalausweis, nicht beim Reisepass, sondern dass man beim Personalausweis eben dann nicht mehr zur Behörde hinlaufen muss, sondern durch die besondere Nutzung eines Gerätes, dann so ein Ausweis, das scannt und so weiter und so fort, kann man dann zur Behörde digital rein, raus. Und das sei jetzt besonders toll. Ich Genau, möchte das gar nicht. das gibt es ja schon seit mehr als 10 Jahren, nur es gibt praktisch keine Anwendung dafür, bei denen es funktioniert. Also Genau. die Also Industrie. das zum einen fehlt die Anwendung. Aber ich möchte an der Stelle an der Menschlichkeit
an den Punkt der Menschlichkeit kommen. Wo bleibt denn das Miteinander, wenn ich die ganze Zeit alles immer nur digital löse? Ich sitze am Computer. Und jetzt möchten wir das bitte mal verstehen, weil das ist wirklich wichtig, was digitalen Stress angeht. Ich sitze also bei Homeoffice am Computer und dann muss ich einen Behördengang machen, den mache ich auch noch in meiner Freizeit am Computer. Und dann mache ich auch noch die Steuererklärung am Computer. Das heißt, ich bin mehr als 10 Stunden am Tag am Computer. Das kommt noch dazu, ja, das kommt. Das ist ein Problem. Und jetzt kommt das Nächste. Wenn wir jetzt die Pässe und die Elster hatten, wir haben ja dann noch die Gesundheitsdaten, die jetzt ja auch digitalisiert werden, wo schon Vernetzung stattgefunden hat, noch nicht so weit. Ist ja noch nicht durch, dieses EPA, Akte. Ich wollte noch mal einen Schritt zurück. Wir haben ja bei dem Ausweis eben theoretisch die Funktion, eben damit auch einkaufen zu gehen oder irgendwelche Behördengänge erledigen zu können. Wie gesagt, die meisten Anwendungen gibt es noch gar nicht oder sie funktionieren eben nur mit irgendwelchen Zusatzgeräten, die fast niemand hat. Aber es kommt jetzt eben zusätzlich ja auch noch der Ausweis auf dem Handy. Das heißt, man hat dann anstelle des Ausweises, den man ja auch vergessen oder verlieren kann, eben den Ausweis auf dem Handy. Das Handy kann man genauso gut verlieren, also den Vorteil sehe ich da nicht. Der Nachteil ist, wenn einem das Handy geklaut wird, dann ist der Ausweis eben auch wieder mit futsch. Und wir haben ja bei allen diesen digitalen Sachen eben auch immer das Problem, dass es eigentlich nur Monate dauert, bis es gehackt ist und dann können eben Hacker das eben missbrauchen. Und ja, und wir wissen, dass in dem Moment, wo sozusagen die Lücken gefunden werden und groß werden, die Nachrüstung gar nicht mehr in dem Tempo stattfinden kann, wie die Lücken wiedergefunden werden. Das heißt, wir haben da so ein Nachrüstungsproblem. Ich würde das jetzt mal so bezeichnen, Nachrüstungsproblem oder Aktualisierungsproblem. Das verhindert eigentlich die flächendeckende Einführung. Das ist nicht nur eben, dass man nicht nachkommt, diese Fälle gibt es auch, also eben bei zu vielen Lücken, aber gibt ja auch noch die Sache, dass eben bestimmte Stellen, also Geheimdienste, eben gar kein Interesse daran haben, diese Lücken schließen zu lassen. Dass dann also auch das BSI eben sagt, da ist eine Lücke. Aber wir lassen sie eben offen, weil über die können wir natürlich auch dann mal, weiß ich, für den Staatstrojaner oder für sonst irgendein anderes Programmchen das nutzen. Ja, aber jetzt muss man weiterdenken. Natürlich, wenn diese Lücken mit Absicht nicht geschlossen werden, bewirken sie ja dennoch, dass eben die Einführung und die Verbreitung nicht stattfinden kann. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Selbstläufer, der sich selbst zerstört. Das Problem ist, dass unglaublich viel Geld dabei flöten geht. Das ist das. Und wo ich denke, es ist und bleibt eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die nicht realistisch anwendbar ist von all dem. Sobald zu viele Identitäten gestohlen werden oder missbraucht werden, digitale Identitäten, durch Handydiebstahl, durch die Lücken, durch die Sicherheitslücken, muss ja da eine Einschränkung stattfinden, die wird dann auch stattfinden, weil es ja zu vielen Problemen führt zu viel Geld kostet. Genau, wenn es zu teuer wird. Das haben wir ja auch gesehen eben bei Kreditkarten und Bankkarten, dass eben dann im Rahmen dieser Payment Service Directive 2, PSD 2, da wurde eben dann auch gesagt, ab jetzt Januar, Februar fing das an, ist jede Kreditkartentransaktion hinterher durch einen zweiten Weg, also normalerweise über ein SMS oder über eine App, eben zu erlauben und oder zu Ja, genau, das habe ich ja mitgekriegt. Das ist ja dieser doppelte Sicherheit. Doppelte Sicherheit. Das heißt, die Banken haben gemerkt, es wird einfach zu viel Geld auf diesem Weg geklaut und dann hat ihnen das nicht mehr gefallen und im Rahmen der PSD2 ist dann eben ein zusätzlicher Sicherungsweg eingeführt worden, der natürlich auch wieder den Menschen zusätzlich belastet, weil der muss entweder ein Handy haben, wo er die App drauf hat, oder... Also eine Zwangshandysierung müsste man ja schon sagen. Das zwingende Handy, das ist sowieso etwas, was wir nochmal aufarbeiten müssen, wo wir mittlerweile schon überall ein Handy haben sollen. Also da fasse ich mich ehrlich gesagt nur noch im Kopf. Aber gut, wir wissen, auch diese zweite Sicherung kann umgangen werden. Und vielleicht schon in einem Jahr hat man ein neues Problem geschaffen. Und jetzt gibt es Menschen, die sagen, nee, habe ich gar keine Lust drauf.
Und die Frage ist, können die Menschen, die das ablehnen, das mitzumachen, weil ihnen das einfach zu viel Stress ist und zu viel Digitalität, zu viel Freizeit am Computer verschwenden, können die sagen, nein, möchte ich nicht tun? Das ist die Frage. Und im Moment, wenn ich das richtig verstehe, können sie sich nicht aussuchen, diesen Ausweis zu haben, aber sie können sich aussuchen, ihn zu benutzen für Online-Aktivitäten. Das, genau, das konnte man ja bisher eben immer noch sagen, dass man diese, na, wie heißt das, diese Schlüsselfunktion auf dem Ausweis, die musste man ja gar nicht haben. Das haben sie erst 2017, 18 eben in diesem Wechsel da eingeführt, dass man die automatisch bekommt und dann ausschalten kann. Und da gab es ja auch wieder technische Probleme, dass es dann eben einem ein Passwort zugesandt wird, was man selber gar nicht vorher kannte, sondern nur die kennen es. Und mit dem konnte man dann eine Funktion ausschalten, die man von Anfang an gar nicht haben wollte. Aber sie wurde einem erstmal aufgezwungen und Richtig. man Da musste möchte dann. ich noch mal dran erinnern, du hattest damals erzählt von einer Dame, die diesbezüglich auch einen Brief an die Datenschutzbehörde geschrieben hat in Berlin, wo es um diese Freischaltung des Ausweises, diese Funktion ein- und ausschalten geht. Vielleicht können wir dahin verlinken, vielleicht kann man das dann noch mal Ja, können lesen. wir hier unten noch. Das Weil das ist tatsächlich eine interessante Sache gewesen. Ich kann mich auch erinnern an eine Sache, wo du erzählt hattest, wo es um das biometrische Foto geht, wie kompliziert und schwierig das war, dieses biometrische Foto hinzubekommen, für Ja gut, manche, die da sich dieses Foto machen das ist müssen. auf jeden Fall erstmal Geldschneiderei. Denn wenn man sich auf so einen Klickautomaten da irgendwo in der U-Bahn verlässt und da das Foto macht, dann hat man eben oft genug das Problem, dass man, wenn man es dann vorzeigt beim Amt, dass die sagen, das ist nicht biometrisch genug. Dann macht Das man ist das bei einem das. Fotografen, kostet es gleich das Dreifache und Ja. die Sicherheit hat man trotzdem nicht, wenn die dann eben Nein, weil der meinen, es. Fotograf kann diese Bilder ja behalten. Ich meine, das ist ja keine administrative Situation, die man bei einem Fotograf hat. Ne? Also eigentlich müsste man im Amt selbst dieses Foto machen können. Das geht aber nicht, ging nicht damals, so wie ich mich erinnere. Ich weiß nicht, wie der Stand heute ist. Naja, heute Aber kommt da man gar sind nicht ins Amt rein, ohne einen Termin ja, zu stimmt. haben. Und den Termin buchen dauert wahrscheinlich. Also, Ja. ich will ja auch meinen Ausweis noch verlängern. Der ist inzwischen schon abgelaufen, aber ich kriege keinen Ja. Termin. Also, im Augenblick ist das etwas. Krass. Also ich hab schon einen recht neuen, deswegen werde ich das nicht machen, aber wäre es möglich, hätte ich jetzt gemacht. Jetzt diese Corona-Situation bringt natürlich viele Probleme diesbezüglich. Rainer, gehen wir weiter. Wir haben jetzt gemerkt, Ausweis Elster. Gehen wir ganz kurz zur Gesundheitskarte, sogenannte Gesundheitskarte, die früher hieß Krankenkassenkarte. Ja. Finde ich wesentlich besser, weil es ist eine Krankenkassenkarte, es ist jetzt eine Gesundheitskarte und die EPA, die dazu ja irgendwie so gestaltet werden soll, also die elektronische Patientenakte. Patientenakte, die ja freiwillig sein soll, da ist noch vieles offen und unklar, lass uns das nicht ausbreiten, aber Nee, wir ist wollen. da auch eine digitale Verpflichtung, wenn es um Gesundheitsdaten geht? Naja, wir haben ja, also erstmal können wir hier einen Link hinsetzen zu unserer Sendung über die EPA. Wir haben uns eine ganze Stunde schon mal drüber unterhalten und das war auf jeden Fall informativ. Wenn wir nochmal zur Gesundheitskarte zurückkommen, dann hat die, dann müsste die eigentlich aus Platin oder aus einem unheimlich wertvollen Metall sein, weil die hat inzwischen eben über 6 Milliarden, also inzwischen sind wir wahrscheinlich bei den 7 schon angekommen, Euro gekostet. Und zwar im Wesentlichen, also gut, da ist auch aus dem Staatshaushalt was reingeflossen, was ja auch wieder unsere Steuermittel sind, aber da sind Ja. eben auch Milliarden von den Krankenkassen reingebuttert worden, um irgendwelche Funktionen zu realisieren, die bis heute nicht drin sind. Weil heute ist es jetzt eine Karte, die eben ein Foto hat, um uns zu identifizieren. Ich glaube, die Anforderung auf Biometrie ist da noch nicht gegeben, Nee, ist hoffe noch ich, nicht gegeben, ja. aber auf jeden Fall Einfach ein. sollte man erkennbar sein. Gut, kann man darüber diskutieren, ob notwendig oder nicht. Auf jeden Fall, das ist das Foto da drauf zu packen, hätte vielleicht ein, naja, noch nicht mal 1% von dem gekostet, was an Geld da Ja, drauf gegangen ist. Es man kann wurden. ja sehen, was für Daten gespeichert werden, ne? Ja, es sollten ja richtig Funktionen mit dieser Karte möglich sein. Also es sollen auf jeden Fall eben alle Ersthilfedaten, also Blutgruppe und sonst was, persönliche Daten
Gesundheitsdaten drauf sein. Die kann man inzwischen draufpacken, aber eben wie gesagt, das ist ein Entwicklungsgang über fast 20 Jahre. Und Also mich hat dafür. noch nie jemand gefragt, ob er da irgendwelche Daten draufpackt. Es sind auch keine drauf bei mir. Nee, normalerweise sind sie erstmal nicht drauf, außer eben die Adresse und Geburtsdatum und Genau das ist bei Krankenkasse. mir drauf. Nee, genau. Und mehr auch nicht. Und das kann ich aber auch auf dem Zettel mitführen. Zusätzlich ist natürlich noch die PIN drauf, mit der man dann, wenn man es will, eine elektronische Patientenakte anlegt und dann kann man auf die damit zugreifen. Und Ich habe eine Nachfrage, Rainer. Wenn ich beim Arzt bin, dann wird diese Karte zwingend benötigt, um mich zu identifizieren. Das heißt, ich muss dann keinen Ausweis zeigen, sondern die Karte zeigen. Ist eigentlich eine Identifikationskarte, kann man das so sagen? genau, da ist eben ein Zertifikat drauf, die man mit die von der Krankenkasse eben da draufgepackt wird, damit man eben belegen kann beim Arztbesuch, dass man bei der Krankenkasse versichert ist. Ja, Und und dann findet dann die Abrechnung darauf statt. Insofern gibt es eigentlich nur ein Abrechnungsinstrument, eine Identifikation und Abrechnungsinstrument, mehr auch nicht. Im Moment ist es nicht mehr, wenn ich das das reicht, richtig das verstanden würde habe. ja auch total ausreichen. Weitere Ja. Funktionen sind alles eben irgendwelche Hirngespinste und Add-ons, die man sich ausdenken kann, aber für die es eigentlich keine Notwendigkeit gibt. Das ist ja. Ja, gut. Es ist aber zwingend notwendig. Das heißt, wenn ich keine Krankenkassenkarte, Gesundheitskarte habe, wird es beim Arzt problematisch. Es kann klappen mit einem Nachweis als Papier, dass ich versichert bin. Das wird auch meistens funktionieren, aber es soll trotzdem diese Karte erwünscht sein. Und insofern ist es durchaus eine zwingende Maßnahme. Kann man das so sagen? Ja, es ist schon ganz schön lästig, sich damit auseinanderzusetzen, weil man eben dann in der Arztpraxis erstmal beliebig viel Probleme kriegt, bis man das durchgesetzt hat, dass eben auch ein Ja. Fax der Krankenkasse reicht, dass man bei denen versichert ist, was ja auch der Krankenkasse wieder keinen Spaß macht, eben da einen Fax hinzuschicken und umgekehrt natürlich den Arzthelferinnen in der Praxis eben auch keine Freude macht, eben das wieder irgendwo zu vermerken und abzurechnen. Also das ist. Das ist Ja. auch schon ein Zwang, weil man ja eben Das ist damit. eine zwingende digitale Verpflichtung. Ich würde das jetzt so nennen, tatsächlich digitale Verpflichtungen, die uns auferlegt werden seitens der Regierung. Da kommt ja auch dieser Handydruck dann eben, wenn man jetzt eben sagt, man muss eben oder man sollte einen Ausweis auf dem Handy haben und man sollte eben, ja, weiß ich ja, also zum Es Beispiel, ist wenn ein man. Druck, es, ja. Ja, wenn man zum Beispiel eben sich am Carsharing beteiligen will, dann ist es zwingend, dass man die App von diesem Carsharing-Anbieter auf seinem Handy hat. Ansonsten kriegt man kein Auto mehr. Also früher ging das eben mit Telefonanruf oder mit SMS. Geht nicht mehr. Es muss die App sein. Wir kommen gleich dazu. Wir kommen gleich dazu. Ja. Ein Schritt zurück. Zwingende Maßnahmen sind eben der Ausweis, das Elster und die Gesundheitskarte. Und diese Sachen sind im Moment realistisch und diese Sachen sind für jeden sozusagen relevant. Ohne die kann man sozusagen sich hier nicht frei bewegen. So kann man das ja formulieren, vage formulieren. Aber kann man schon, oder? Das kann man auf jeden Fall sagen. Also da ist der Zwang absolut. Und Gut, das und ist jetzt eben gehen schon. wir jetzt mal einen Schritt weiter. Wir wissen, wir haben ja nicht nur diese zwingende, sondern wir haben ganz viel Alltagsdigitalisierung, die auch sehr fragwürdig sein kann. Du hast jetzt ein Beispiel genannt, Carsharing. Carsharing habe ich früher noch nicht gemacht. Kannst du kurz erklären, wie das früher war? Gut, also. Fing ja ungefähr vor 10 Jahren an, würde ich sagen. So, ne, ich weiß nicht, wie es. Also früher Autovermietung ist man hingegangen, hat einen Vertrag abgeschlossen und dann hat man das Auto gekriegt und beim Abgeben hat man es abgerechnet. Und jetzt geht es ja eben, ja, anonymer kann man nicht sagen, weil man alle im Gegenteil ja mehr Daten eben wahrscheinlich Ja. hinterlässt. Ja, man hat eben eine App auf dem Handy und hat um diese App, ja, wenn man diese App zum ersten Mal startet, muss man eben seinen Registrierungsprozess da durchgehen. Das heißt, man muss sich ja, alle persönlichen Daten abgeben, Also Adresse. warte, ganz kurz. Früher konnte ich das wie machen? Na, bei der Autovermietung bin ich hingegangen, habe einen Vertrag unterschrieben, dass ich das Auto für Ja. die und den Zeitraum haben möchte und dann bin ich Und das geht losgefahren. jetzt nicht mehr? Ich meine, ich habe doch vor 3 Jahren habe ich doch noch ein Auto so gemietet.
Das, Eine ja, bei der Autovermietung. Autovermietung geht das schon, aber dass diese Ja. Autos, die eben auf der Straße einfach rumstehen Ah, zum okay. Du Carsharing. weißt, wie es damals war, ein Carsharing heute ist ja ohne Büro. Das heißt, du läufst die Straße lang und dann hast du ein Auto und was machst du dann? Genau, und wenn man dann eben von dieser Carsharing-Firma die App drauf hat, und es gibt ja viele, also muss man viele Apps haben, wenn man verschiedene Autos mieten möchte, dann hält man das Handy eben da an die Fensterscheibe und weiß nicht, ob da ein QR-Code registriert wird oder ob das eben über diese, wie heißt das, NFC, also Near Frequency Communication, was ja auch bei den Bankkarten inzwischen funktioniert, dass man die eben beim Ah ja. Einkaufen nicht mehr reinstecken muss, sondern nur noch an dieses Gerät ranhält. Und dann hat man den Zugang zum Auto und wenn man fertig gefahren ist, dann macht man das Gleiche noch einmal zum Abmelden und danach erhält man ja dann auch die Abrechnung. Aber man hat den Zwang, eben für diese App all seine Daten angegeben zu haben. Und das ist natürlich auch dauerhaft bei den Firmen dann hinterlegt. Und hoffentlich nur bei den Firmen. Es kann ja auch sein, dass die Firmen noch Verträge haben mit weiß ich wem, irgendwelche Ja, Schu es geht ja meistens um US-amerikanische Unternehmen, ne? Ja, und mit der Schufa und mit sonst welchen, die dann eben Genau. die eigenen Daten eben auch Es ist auswerten. interessant, wenn du kein Handy hast heute, also wenn du kein neues Smartphone hast oder kein Handy, kriegst du manchmal auch gar keine Waren geliefert. Das heißt, du könntest auf dein Konto 50.000 Euro haben und du bestellst was, zum Beispiel irgendeine Konstruktion, die kostet 3.000, 4.000 Euro, die soll geliefert werden, du willst dir was hinstellen, hinbauen. Wenn du kein Handy hast, kannst du die nicht bezahlen. Ist Ja, unglaublich. eben. Du Oder kannst das. den Bezahlprozess nicht machen, weil der Bezahlprozess manchmal über Klarna läuft. Ich sage das nur kurz, über Klarna und Klarna arbeitet mit So. Handyverträgen, mit Abgleichen von Daten. Und wenn du kein Handy hast, hat Klarna keine Daten und geht davon aus, dass du kein Geld hast. Genau. Ja, es Also, ist. da kannst du noch so viele Millionen haben, Ja. ist dann egal, ja. Ja, Na, nur also mal als ohne. Anekdote Genau, nebenbei. Aber ich verstehe. ohne eine digitale Identität bist du einfach nicht mehr vorhanden auf der Welt. Das ist schon. So weit würde ich nicht gehen, aber du kannst ohne ein Handy, das ist ja noch keine digitale Identität, das ist ja erstmal nur ein Handy, weil das ist ja noch kein Pass. Ja, doch, Ja, du hast ja. dahinter liegen natürlich deine ganzen Daten. Und wenn man eben die nicht verifizieren kann oder die meint, sie verifizieren zu können, ob der Mann das Richtige rauskriegt, ist ja bei diesen ganzen digitalen Das ist dann der nächste Data Punkt. Mining sowieso die Frage. Ja. Na gut, also um bei dem Carsharing zu bleiben, ohne ein Handy, ein Smartphone muss man betonen, ohne ein Smartphone kannst du kein Carsharing betreiben. Okay, das ist eine Einschränkung für all die, die gerne Carsharing machen möchten und das dann halt eben nicht können, weil sie Gut, wieder einen digitalen Prozess durchlaufen da müssen kommt ja noch und eine weil sie Sache. eine rein digitale Rechnung auf ihre E-Mail kriegen, die sie vielleicht gar nicht wollen. Also, Da die kommen kriegst du ja noch. nicht per Post, die Rechnung, ne? Vom Carsharing gehen wir weiter zum Thema Bank und Bankbetrieb, Kontoführung. Es gibt ja diese digitalen Banken, wo es gar keinen Schalter mehr gibt, ne? Also die sind ja, finde ich, höchst fragwürdig, höchst seltsam. Also wenn man kein Büro betreten kann als Mensch, wo man einen Menschen eine Haftung hat, dann würde ich niemals so ein Konto nutzen wollen. Wie schnell so eine Bank, die eben eigentlich nur virtuell oder digital existiert, verschwinden kann, haben wir ja gerade erlebt mit Ja. der Bank in Hamburg, Greens irgendwas, naja, wie sie auch immer heißen mag, wir wollen ja keine Werbung für Das sie machen. blendest du ein. Die wurde einfach eben über Nacht geschlossen von der BaFin, weil es wohl offensichtlich war, dass da eben das Geld gar nicht mehr da ist. Genau, das haben wir doch, diesen Skandal, das ist doch dasselbe, was jetzt die letzten Jahre lief mit den Mit Karten. Wirecard. Wirecard, das ist doch genau sowas. Insofern ist es natürlich null vertrauenswürdig, eine rein digitale Bank zu haben. Aber gehen wir zurück zu den nicht rein digitalen Banken. Die haben ihre Schalter, aber jetzt gibt es manchmal so Konstrukte, dass du am Schalter nur einzeln Geld abheben kannst. Wenn du aber einen Überweisungsbeleg reingibst, musst du extra zahlen. Dann Alles müssen. andere kannst du online machen. Das heißt, Online-Banking
wird immer mehr zum Usus, dass du wieder zu Hause am Computer sitzt, wieder deine ganzen Daten eingeben musst, wieder da irgendwie deine angeblich viel einfacher deine ganzen Geschäfte durchführen kannst. Du sitzt am Computer. Du bist auf jeden Fall schon wieder ein Zwang in diese Richtung, und zwar dann eben finanzieller Zwang, indem man einfach sagt, eben eine Überweisung, die man auf Papier abgibt, die kostet eben 90 Cent. Oder man macht es eben auf dem Computer, dann sitzt man eben da. Dann sitzt du da und muss das machen. Du bist auf Internet angewiesen, du bist auf Strahlung vom Computerbildschirm angewiesen. Ich meine, den digitalen Stress ist wirklich ein Thema, das müssen wir angehen und das werden wir angehen, weil das einfach das Zusammenrechnen dieser Digitalisierungen im Alltag wird interessant. Ich habe noch keinen Überblick gemacht, aber ich werde demnächst einen machen. Wie lange sitzt ein Mensch durchschnittlich außerhalb seiner Arbeit am Computer, Geschäftigkeiten zu erledigen? Nicht für Spaß oder Fernsehen, sondern eben zwangsweise. Das müssen wir uns anschauen. Das ist wichtig und es wird immer wichtiger, denn die Zeit ist ja nur begrenzt. Das heißt, du kannst ja nicht deine gesamte Freizeit am Computer verbringen. Das ist ja ungesund. Den Banken kommt ja noch ein Aspekt hinzu. Wir freuen uns vielleicht, dass wir keine Gebühren bei den Banken bezahlen müssen, machen die Arbeit selber. Die Folge ist aber, dass eben die Banken dadurch in der Lage sind, eben so und so viele Arbeitsplätze abzubauen. Versicherungsunternehmen genauso, die Krankenversicherung versuchen das ja eben auch durch die Automatisierung eben ihre Geschäftsstellen in den Dörfern, oder Dörfern sind sie gar nicht vertreten, aber in den Städten eben mehr und mehr einzuschränken. Das ist ja auch ein unheimlicher Arbeitsplatzabbau, der uns natürlich eben auch wieder doppelt kostet. Nämlich einmal deren Arbeitsplätze, die verloren gehen, und natürlich eben dann auch die Sozialleistungen, die der Staat eben dann aufbringen muss, um die Leute wieder in Arbeit und Brot zu bringen. Also das haben wir auch in vielen Bereichen. Das haben wir in vielen Bereichen, wo Digitalisierung hineinkommt, Arbeitsplätze fallen weg. Das wird wegargumentiert, ist aber nicht wirklich wegargumentiert. Und es bringt natürlich neuen Stress rein und wir wissen, es funktioniert nicht gut. Und dann haben wir wieder noch mehr Probleme. Das heißt eigentlich eine Verschlechterung durch die Digitalisierung, durch diese unnötige Zwangsdigitalisierung, weil man kann das Ganze auf einer freiwilligen Basis lassen und dann hätte man alle abgedeckt. Und man hätte trotzdem Arbeitsbeschaffung. Und man hätte trotzdem noch Menschlichkeit in den Banken, in den Schaltern. Kann man alles machen. Aber dadurch, dass alles nur noch profitorientiert ist, nur noch, nicht mehr wohlorientiert, dadurch entsteht dieses Ungleichgewicht. Jetzt ist es bei den Banken ja doch noch so, man kann sich die Bank aussuchen, man kann eine nehmen, die noch Schalter hat, das geht. Und man kann wirklich zum Schalter gehen und mit Menschen sprechen, das geht ja noch. Und das wird auch immer sein, denke ich. Lass uns zu einem nächsten Punkt kommen. Hörst du mich noch? Ja, ich bin auch da. Der nächste Punkt, ich möchte ein Beispiel nennen, um die Zwangsdigitalisierung mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Umweltschutz wird oft als Grund angegeben, um Digitalisierung zu erzwingen. Ich habe jetzt einen Stromanbieter. Mein Stromanbieter, den habe ich jetzt schon 15 Jahre. Und jetzt plötzlich hat sich dieser Stromanbieter überlegt, zu digitalisieren und hat mir eine E-Mail geschickt, wo drin steht, ich meine, dass er mir überhaupt eine E-Mail schickt, ist nur, weil ich es erlaubt habe. Früher habe ich ja immer Papierrechnung bekommen, dann habe ich gesagt, okay, ihr könnt mir auch eine E-Mail schicken, ich möchte trotzdem Papierrechnungen. Dann habe ich diesmal eine E-Mail ohne Papierrechnung bekommen und da stand drin, wir digitalisieren uns. Das ist ja besser für die Umwelt, denn wir wollen das Papier vermeiden. Wenn Sie Ihre Rechnung sehen wollen, dann müssen Sie sich anmelden. Genau. Und da sind wir wieder bei dem Anmeldeprozess. Ich soll also, damit ich meine Stromrechnung sehe, soll ich mich anmelden online, das heißt am Computer setzen, mir Zeit nehmen von meiner wertvollen Freizeit und mir das da, mich einloggen und mir das da alles anschauen. Warum? Das ist jetzt das Thema. Da kommt auch bei den Anmeldeprozess kommt ja auch noch was hinzu, was eben bei ganz vielen Anmeldeprozessen passiert, dass man eben mit irgendeinem Capture, heißen die Dinger, beweisen soll, dass man kein Roboter ist. Und ein ganz üblicher von diesen Vorgängen,
der wird von Google betrieben. Das heißt, man hat automatisch, egal wo man sich jetzt anmeldet, das hat ja der Stromanbieter hat ja nicht, meistens nichts mit Google zu tun, aber er hat eben diesen Capture ausgewählt und Ja. schon sind sämtliche, also nicht sämtliche Daten, die ich nachher im Anmeldeprozess angebe, aber zumindest mein Einlog-Vorgang wird von Google kontrolliert und der weiß, dass ich bei diesem Stromanbieter was zu Ja. tun habe. Und das Ja, ist ja auch genau. schon wieder ein Wissen, was eigentlich eben gar nicht zu Das ist Google kommen zusätzlich, soll. das kommt dazu, das kommt dazu. Nicht nur, dass ich mich hinsetzen soll und mich dort einloggen soll, um wieder mal Daten irgendwo zu speichern. Ich muss ja die Passwörter, die kann ich mir nicht merken. Es sind ja mittlerweile 250 Stück bei verschiedenen Plattformen, E-Mail-Anbieter, was auch immer. Ja, da kann ich mir ja nicht alle merken. Die Gut, könnten ja wir nicht die gleichen sein. als Aktion Freiheit statt Angst empfehlen wir natürlich dazu einen Passwort-Tresor, zum Beispiel KeyPass X ist also auf jeden Ja, Fall ich möchte sehr. aber an der Stelle auch betonen, dass es da auch schon wieder ein Passwort gibt, was ich mir merken muss. Eins aber nur noch. Also nur Ja, noch da ein. eins und zu all den anderen. Und wenn mein Computer aus ist, weil der Strom ausfällt oder kaputt geht mein Computer, dann komme ich da auch nicht mehr ran. Und das ist ein Problem. Man kann Digitalisierung nicht mit Digitalisierung bekämpfen, aber man kann durchaus Richtig. Datenschutzaspekte berücksichtigen. Das ist ja Ja. klar. Aber gucken wir uns das nochmal an. Gut, Was genau. habe ich jetzt getan? Ich habe telefonisch niemand erreicht. Ich habe bis jetzt aber immer bei meinem Stromanbieter jemand erreicht. Und das hat mir zu denken gegeben. Dann habe ich gesagt, pass auf, jetzt ist Schluss. Und ich habe einen anderen Stromanbieter gefunden. Und da habe ich telefonisch nachgefragt, wie es denn so ist mit der Digitalisierung. Und habe die Frage gestellt, kann ich auch ohne Computer Strom beziehen? Ist eine interessante Frage. Die muss man genauso stellen. Kann ich auch ohne Computer oder ohne Handy Strom beziehen bei Ihnen? Und dann kriegen Sie auch die richtige Antwort. Ja, Sie können, Sie brauchen sich nicht zu anmelden. Sie kriegen einen Vertrag per Post. Den füllen Sie da aus, den schicken Sie per Post ein und dann kriegen Sie auch eine Rechnung per Post. Sie müssen sich überhaupt nicht anmelden digital. Und das ist der Punkt. So muss man rangehen, um diese Zwangsdigitalisierung sozusagen ein bisschen auszuhebeln oder nicht mitzumachen. Ne? Also In dem zumindest um Moment. den Leuten das bewusst zu machen, dazu kann Ja. es helfen. Es kann natürlich trotzdem auch bei dem, der dir jetzt das versprochen hat, im nächsten Jahr plötzlich so sein, dass man eben dann doch sich anmelden muss, weil Ja, aber die dann kann eben, ich doch wieder wechseln. ja, Dann suche klar, ich doch wieder ein. Und es wird solange es immer noch einen einen geben, der einzigen auf diese der Lücke Welt nutzt. gibt, ja. Genau. Es wird immer einen geben, der diese Lücke nutzt. Denn das ist eine große Lücke, die dann entsteht. Marktlücke, genau, eine Richtig. Marktlücke. Und diese Marktlücken, die werden ja genutzt. Es ist ja so. Insofern möchte ich, dass wir Mut haben, uns dieser Digitalisierung nicht entgegenzustellen. Das hilft nicht. Sondern wegzugehen. Ja. Die Schaffen, genau. Alternativen zu Schaffen wir also viele Marktlücken, machen Richtig, wir. gehen wir zu der Bank, die noch einen Schalter hat. Vielleicht ist sie nicht die billigste, aber die hat noch einen Schalter, die respektiert die menschliche Interaktion. Das ist der Punkt. Dann gehen wir zu dem Stromanbieter, den man noch ohne Strom nutzen kann, also ohne Computer nutzen kann. Und dann gehen wir auch zu den Anbietern überhaupt, Carsharing, der ein Büro hat. Hat, Dann ja. suchen wir das, wo noch ein Büro ist. Es gibt welche. Ja. Das ist möglich. Ne? Und da, wenn nämlich dieser Wunsch entsteht, dann kommen ja auch die Leute und etablieren diese Systeme. Ich möchte eine Sache anbringen, die muss ich mal raussuchen und verlinken. Es ist so, dass im Silicon Valley tatsächlich die Digitalisierung so negative Auswirkungen hatte auf Jugendliche und Kinder, dass man diese ganzen Prozesse in den Schulen gestoppt hat und komplett digital frei ist. Also im Silicon Valley, Ja. wo die Eltern dort arbeiten bei den Programmierern, sind die Kinder komplett offline in der Schule. Ja, Mit Tafel und Kreide. wir Das erleben möchte ja ich im so gerne. Augenblick gerade das Gegenteil und wir werden sehen, was das dann für Folgen hat. Ja. Ja, wir können aber jetzt schon darauf einwirken. Ich werde das verlinken und wir können uns nächstes Mal mal darüber unterhalten, wie man diese Digitalisierung wieder aushebelt und was denn digitaler Stress eigentlich ist und wie der sich zeigt. Das sind ja so die nächsten Themen in der Zukunft. Ich Denn möchte mal dieser noch, digitale Stress ich wird möchte zunehmen. die Nachhaltigkeit. Der Stromanbieter hat das ja damit begründet, dass er eben damit umweltschützend wäre. Vergessen wir Ja. nicht, wie viel Strom eben das Internet verbraucht. Genau, Wir haben genau. inzwischen eben 10% des weltweiten der Stromerzeugung wird eben im Internet verbraucht. Und das ist eben auch ein Skandal und eigentlich eine Unmöglichkeit.
Aber ist natürlich auch einfach eine Folge eben dessen, wie wir das Internet nutzen. Es, Ja, also eben genau. das Streaming von Videos, dafür ist es eigentlich gar nicht gedacht. Denn Videos kann man eben broadcasten, also über Antenne oder über Satelliten oder über sonst was Kabel, aber eben nicht unbedingt über das Internet. Das andere ist eben, dass ja, was jeder in seinem Postfach sieht, eben, weiß ich was, 90% oder mehr der Mails, die man bekommt, sind Spam-Mails. Und Richtig. Ja. wenn wir also hier als Verein auf unseren Server gucken, dann sehen wir im Sekundentakt, dass sich da eben Hacker versuchen, eben einzuloggen mit irgendwelchen ausgedachten Namen und bisher eben seit 12 Jahren glücklicherweise erfolglos. Aber der Versuch wird trotzdem gemacht, weil es kostet ja nichts. Das kann man einfach machen im Internet. Und das ja, also Also der verbraucht Strom natürlich, verbraucht, ja, verbraucht trotzdem den ja. Strom. Ja. Genau, das ist sowieso ein Punkt, den man auch mal genauer schauen muss. Mir geht es jetzt erstmal darum zu sehen, oder wir wollten hier erstmal schauen, wo werden wir gezwungen, eine Digitalisierung mitzumachen und wo können wir uns das noch aussuchen und wo können wir auch das beeinflussen, ne? Und als Fazit möchte ich schon aufrechterhalten, wir müssen darauf hinwirken, dass wir natürlich auch im Ausweis, im Elster und in der Gesundheitskarte eine Offline-Möglichkeit haben. Das ist schon wichtig, dass das wieder kommt oder sozusagen Noch erhalten die bleibt. Reste Daraus möchte ich erhalten erst. und wieder ausgebaut werden. Das können Genau, wir uns. dass es eben alles auf freiwillige Basis ist. Und dass diese anderen Aspekte, dass wir da, wenn wir merken, wir sind zu viel am Computer, auch arbeitsbedingt, dürfen wir nicht zulassen, dass auch unsere Freizeit am Computer verpflichtet wird. Dass unsere Freizeit sich dahin verpflichtet, auch wieder am Computer zu sein. Also da müssen wir aufpassen, da tragen wir auch ein bisschen die Verantwortung Genau, das ist ja durch unsere Entscheidungen. ein ganz, ja, wird man wahrscheinlich erst in 1, 2 Jahren so feststellen, was jetzt in diesem einem Jahr eben an mehr Arbeit geleistet wurde von den ganzen Ja, Leuten, die in Homeoffice waren, weil die nämlich genau. nicht darauf geachtet haben, jetzt ist Pause, jetzt gehe ich nach Hause, Richtig. sondern Das wenn müssen da wir was mal wirklich war. aufarbeiten. Das wird auch aufgearbeitet. Also wie viel Kaputtheit entsteht durch Stress verursacht in digitalen Konferenzen. Ich habe das selber ein paar Mal miterlebt. Das ist furchtbar, wenn immer wieder der Ton hakt, wenn immer wieder das Bild verschwindet, Ja. wenn kleinste Inhalte nicht mehr kommuniziert werden können, weil man das Gesicht nicht mehr sieht. Ich meine, wo sind wir denn? Wir haben früher mit Telefonkonferenzen gelebt. Das hat super funktioniert. Alles nicht digital, analoges Telefon. Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und man konnte, Ja. viele Menschen zusammen konnten telefonieren mit einem Schema, mit einem System. Jetzt glotzen wir uns gegenseitig an, stottern und kriegen einen Haufen Strahlung ab, damit wir so vielleicht 10% von dem, was wir sonst schaffen würden, schaffen. Vielleicht 10% von dem, in so einer Online-Sitzung habe ich mal festgestellt, kommt nur 10% drüber von dem, was ich sonst mit den Leuten, wenn ich die sehen würde, tatsächlich klären kann. Das ist unglaublich. Das ist so eine Verringerung des Informationsflusses, dass ich denke, das ist eigentlich nicht lohnenswert, das zu machen Haben tatsächlich, wir ja. im Verein auch bemerkt, wir haben ja dann auch im Herbst eben unsere Sitzung eben über Via-Konferenzen, also Via ist auch ein Messenger, mit dem man Ja. Videokonferenzen machen kann, durchgeführt. Aber es ist eben doch anders. Man hat eben eventuell sogar noch ein Bild von dem anderen, aber eben das hackt wieder und dann regt man sich darüber auf. Es führt zu Stress und Ja. es ist nicht die gemeinsame Atmosphäre, wenn man im Raum sitzt und sich auch mal behagt, aber eben auch wieder eben verträgt und vorankommt. Und Nun gut, es gut, gibt also noch viel zu klären, Rainer. genau, Ich freue machen wir mich, was einfach noch unseren einfach ist. Zuschauern auch den Vorschlag, eben jetzt den Fernseher auszuschalten, nachdem Genau, sie unsere Fernseher Sendung aus, gesehen raus in haben. den Garten. Und Oder genau. im Park oder wo auch immer. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und unser nächstes Interview machen wir bald wieder. Ich danke dir. Ja, Bis okay, dann. tschüss.